Mahlzeit Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Ja, neu ist es eigentlich nicht mehr. Und zwar handelt es sich um die Kings Loot mit dem Thema Loot in Space. Ich habe momentan also echt so viel zu tun auf der Arbeit, dass ich euch die aktuellen Boxen, wenn die bei mir ankommen, leider nicht sofort präsentieren kann. Ich hoffe, das könnt ihr mir verzeihen. Deswegen würde ich sagen, gar nicht lange Quatsch, machen wir das gute Ding auf. Meine Freundin hat auch die Box und die hat das T-Shirt gefeiert. Ich habe es natürlich nicht gesehen und bin natürlich jetzt neugierig, was das für ein T-Shirt ist. Ich weiß nur, dass das von dem guten Silent Mike erstellt worden ist, das Motiv. Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt, was das für ein T-Shirt ist. Weil wenn meine Freundin das feiert, muss das schon sehr, sehr nice sein. So, da freut sich mein Kater. Fangen wir erstmal hiermit an. Dann haben wir einmal Mentos Strawberry Mini. Süßigkeiten gehen immer, das wissen wir alle. So, dann haben wir LOL. Okay, sind das Yoda-Socken? Ich glaube, das sind Yoda-Socken mit so Örschkes dran. Ich mach die mal auf. Wo ist das Messer, Herr Carter? Sind Sie auch neugierig, wie das T-Shirt aussieht? Ich bin's auf jeden Fall. Ich stech mich hier auch gleich noch ab, so wie ich sehe. Ich will die nicht kaputt machen, die Socken. Aber ich mach's einfach jetzt mal so. Den Müll tue ich nach da. Und dann mache ich die Socken mal auf. LOL. Okay. Das habe ich auch noch nie gesehen. Die kann man aber, glaube ich, auch nur zu Hause tragen. Haben wir hier, ich tue mal eben die über meinen Arm stülpen, damit man sich das mal so ein bisschen bildlich vorstellen kann. Ja, das sieht natürlich jetzt total retard aus. Und ich reiße auch schon fast die Ohren ab. Haben wir hier einmal ja einen dicken Yoda jetzt wegen meinen fetten Pranken mit den Ohren hier hinten. Ich hoffe, man kann sich das so ein bisschen vorstellen. Ne? So, jetzt muss ich gucken, dass ich da wieder rauskomme, ohne was kaputt zu machen. Natürlich haben wir davon zwei. Einmal links, einmal rechts. Ne? So. Dann, was ist das? Star Realms Deck Building Game. Das ist irgendwas. Wahrscheinlich ein Kartenspiel. Ich habe keine Ahnung. Ich will es jetzt auch gar nicht aufpacken, weil das tue ich vielleicht mal in eine Box, die ich verlose. Herr Carter, können Sie bitte von den Geknister weggehen? Das wäre sehr nett. Dann haben wir... Ah, das ist sehr cool. Ein Pin mit einem Facehugger, der gerade aus dem Ei schlüpft. Sieht man das? Autofokus? Ja, sieht man, ne? Sehr schön, da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Ich bin ein riesen Alien-Fan. Und dann haben wir hier schon wieder... Ich muss mal eben rausbuddeln, nicht, dass ich jetzt irgendwas übersehe. Nee, okay. Haben wir natürlich wieder ein Funko Pop, wie in jeder Kings Loot. Das ist sehr schön, auch wieder mit dem schönen Protektor hier. Sehr geil, finde ich das. Sehr schön. Und von Battlestar Galactica. Ich kann damit aber überhaupt nichts anfangen, weil ich das noch nie gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich was verpasst habe. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob man sich die Serie angucken muss oder Film oder was auch immer das ist. Oder ein Buch? Nein, Television. Also überlege ich mal, ist das eine Serie? Battlestar Galactica. Ja. Lieutenant Starbuck. Sagt mir überhaupt nichts. Aber schön, ihn zu haben. Und jetzt, Leute, kommen wir zum T-Shirt. Jetzt bin ich mal gespannt, was meine Freundin da so übelst gefeiert hat. Okay, ja. Jetzt verstehe ich auch, warum die das so gefeiert hat. Weil da ist einmal Deadpool drauf und einmal Baby Groot. Und natürlich findet die Deadpool und Guardians of the Galaxy, ich komme mal ein bisschen näher, ich sehe das ja gar nicht, findet die sehr nice. Und das ist natürlich zwei Sachen auf ein T-Shirt vereint. Das ist super. Was haben wir denn da noch? Ich sehe gerade eine Boba Fett Gießkanne. He will grow on me. Steht da, glaube ich, wenn ich das richtig sehe von der Seite. Ja, auch auf jeden Fall sehr geiles T-Shirt. Da hat der Silent Mike sich echt was einfallen lassen. Und steht mir auch. Gut. Dann gucken wir mal ins Lootbook. Loot in Space. Spoiler Insight, ich bin mal gespannt, was in der Legend Box drin war. Das ist auch immer... Ach nee, ich bin noch gar nicht fertig.
Wir haben hier noch einen Druck mit Earthworm Jim. Und ich glaube, das ist eine Anlehnung von Gravity, ne? Ich hatte das falsch rum. So muss das, glaube ich. Nee, lol. Hinten steht es so rum. Aber vorne ist es so rum. Das ist aber sehr geil, das Bild. Earthworm Jim, ich weiß nicht. Ich habe es gesuchtet damals auf dem Super Nintendo. Jetzt fällt mir das Lookbook runter. Und dann habe ich es mir damals nochmal für die PlayStation 3 runtergeladen. Und auf jeden Fall Earthworm Jim ein sehr, sehr geiles Spiel. So, jetzt aber zu der Spoilerkarte. Okay. Also die Legends Box hätte sich mal wieder, glaube ich, gelohnt. Ja. Aber ich zeige euch erstmal nochmal die Sachen aus der normalen Box. Kings Box. Kings Loot Exclusive. Das T-Shirt. Aber da haben die Leute aus der Legend Box leider Pech gehabt, so wie ich das gerade sehe. Hier, das T-Shirt. Ich zeige es euch nochmal. Ich finde das auch sehr, sehr geil. Ich hoffe, der Druck hält lange. Weil das könnte in fast jedem Video eines meiner Lieblingsshirts werden. Also ich finde das echt geil. Ich komme mal ein bisschen näher. Seht ihr das? Also ich finde es echt geil, das Motiv. Kostet 20 Euro. Hier oben sehen wir nochmal die Yoda-Socken. Ich weiß nicht, ey. Wer zieht sich sowas an zu Hause? Ich glaube, selbst ein krasser Star Wars-Fan zieht sich sowas nicht an. Könnt ihr, wenn ihr Star Wars-Fan seid, übelst, dann würdet ihr euch sowas anziehen? Ich glaube nicht. Dann haben wir einmal den Funko Pop. Der hätte es dann drei verschiedene Varianten gegeben. Versionen. Ja, eigentlich alle bis auf den Zylon Centurion. Hier, ne? Einmal die drei Mannequin. Groovy Premium Art Print in Anlehnung an den coolsten Weltraumwurm. Da muss ich sagen, das Bild ist sehr geil. Das gefällt mir auch. Kingpin Alien Egg. Ah, okay. Ich denke mal, die Kings Loot tut jetzt wahrscheinlich in jeder Box so ein Pin rein, so wie die hier, ne, die ganzen anderen Boxen. Ich weiß nicht, wie die heißen. Und das Pro-Item Starream Deck Building Game. Schlag mich tot, Kartenspiel. Ich weiß es nicht, was es sein soll. Hier unten auf jeden Fall. Und die ganze Box, ich habe 35 Euro kostet die Kings Box Pro, die ich jetzt habe. Und der Gesamtwert ist 70,35 Euro. Und dann die Legends Box. Und die ist auch immer interessant. Und was ich da sehr nice finde ist, seht ihr das hier oben? Diese Funko Pops. Da hätte es auch in irgendeiner Legend Box, ich weiß nicht, ob das einer von den YouTubern hat, da hätte es die Chase-Variante von den Alien aus Independence Day gegeben. Das ist sehr geil. Dann haben wir hier ein Star Trek mit einem Star Wars vereint T-Shirt. Das war kein deutscher Satz. Aber hier oben haben wir einmal die Enterprise und hier unten steht R2D2 mit C3PO und die beamen da gerade irgendein Viech hoch. Der Pin ist auch drin. Das Bild mit Earth vom Jim haben wir auch. Dann hätte es eine sehr geile Predator Sparbüchse gegeben. Die sieht auch sehr nice aus. Von Reactions Star Trek Reactions Figur Vinya. Hier unten einmal. Und was gibt's da noch? Star Wars Melamin Untersetzer. Ah, okay. Ah, Alter, wie geil ist das denn? Das sind so eine kleine Schüsseln. Warte, ich guck mal ein bisschen näher, dann seht ihr das. Mit R2D2. Das mit Star Wars, ja. Genau hier, der heißt Star Wars. Mit Darth Vader, mit Yoda und mit Chewbacca. Und ein Gesamtwert von 104,38 Euro. Ich glaube, die Box, wenn man die so kauft, kostet die 70 oder 75. Ich bin mir jetzt da gerade nicht so sicher. Aber das müsste so in dem Umfang sein. We love you. Teile deine Unboxings. Genau. Und das nächste Thema ist im April Varia Loot. Da kommt natürlich auch wieder die Kings Loot Pro bei mir an. Da bin ich auch sehr gespannt, weil das Bild lässt schon auf einiges hoffen. Hier haben wir einmal den Link und ich glaube, das müsste Scorpion sein.
Ja, genau, Scorpion ohne Maske. Da bin ich auch schon gespannt. Aber wenn ihr das Video seht, Leute, könnt ihr die Warrior Loot leider nicht mehr bestellen, weil, wie gesagt, ich gebe mir Mühe, irgendwie die Videos so schnell rauszuhauen, wie ich Zeit habe. Aber momentan, es tut mir einfach leid, aber die Arbeit, ne? Ich komme nach Hause, lege mich auf der Couch und penne sofort ein, Leute. Es tut mir echt leid. Ach so. Nee, das muss ja so gehen. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und mein Gott, das Handy bimmelt schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, bis zum nächsten Video. Ciao.